Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch und willkommen zum DPL Spieltag Nummer 13, den letzten Kampf der Rückrunde. Und heute habe ich einen Gast dabei, und zwar das beste Lucario, das es jemals gibt und geben wird. Was Hallo. Geht ab? Ich bin's, Parsifani, und ich begrüße euch zu einem weiteren DPL-Kampf. DPL-Kampf, wow. DPL-Kampf. So, wir heute spielen gegen Zack, und zwar, ich glaube, er ist im Mittelfeld, ich glaube, er ist Platz 7 von 14. Also eigentlich ein Must-Win, wenn wir quasi an Bene dranbleiben wollen. Und ja, Parsi, stell mal bitte sein Team kurz vor. Also er hat ein Porygon-Z, ein Serpiroyal, ein Meistergrief, ein Bojelin, ein Maxax und ein Floris. Scheint mir ein ziemlich offensives Team zu sein. Genau. Und ich habe dabei meinen Supporter, ein Support-offensives Zapdos mit Voltwechsel, Ruhrort, Defog und Hin Power Ice. Dann mein Axelgor, das ist Full Speed mit Kehrtwende, Giga, nee, doch. Kehrtwende, das war das Energieball, Bugbuff und dem Fokusstoß. Mein Mega Metallis als krasser Stallbreaker mit Gift Heap als besondere Attacke. Und dann mein Scarf Trikefalo. Entei, Life Orb und dann noch ein Scarfed Demeteros. Und das Scarfed Demeteros hat Tarnsteine, was ich mir von Parsi abgeguckt habe. Hi Parsi! Hi, was geht? Und ja, was denkst du denn? Wer hat so das Matchup? Ihr scheint mir beide ziemlich offensive Teams zu haben. Da, du hattest kein Scarfed-Trick-Hallo, wie du doch, gesagt doch, hattest. Doch, ja? es war Scarfed. Ich habe zwei Scarfer. Achso, okay. Ja. Okay, weil hättest du jetzt kein Scarf, hätte ich gesagt, okay, Serpiroyal, hi. Ja. Dann hättest du nämlich echt ein kleines Problem. Ich würde sagen, dass die Porygon Z gefährlich werden könnte, halt wenn es gescarft ist, wie das Demeteros aus. Nee, Quatsch, tut's nicht, man. Ich glaube, das Ding hat sogar nur 90 Init, Demeteros hat 91 Init. Ja, genau. Stimmt. Ich glaube, ich hat da eigentlich ein echt gutes Matchup, würde ich sagen. Ja. Aber ich meine, er hat auch nicht wirklich einen Switch in das Entei, also ich sehe jetzt keinen, aber du könntest sagen, Max sagt's, aber ja, Läuterfeuer, hallo Burn. Genau. Also, das ist halt das Ding, ne? Scheint okay. Eigentlich ganz gut für dich zu sein. Er könnte natürlich ein spezielles Bojelin spielen, aber. Das Ding ist, ich habe halt auch keinen Switch in das Porygon Z, ne? Das Bexis oder so, das macht halt unglaublichen Damage. Ja, klar. Aber dann, wenn es halt Scarfed ist, ist es halt trotzdem nur schneller als drei, als vier Punkte tatsächlich. Weil ich glaube, Excelgor ist selbst mit seiner 145 erinnert nicht schneller, wenn es Scarfed ist. Nee, ist nicht schneller. Wenn er mäßig ist, dann bin ich schneller. Das ist ganz gut zu wissen. Mhm. Aber glaube ich nicht. Und ja, was mir noch aufgefallen ist, dass Militalis durch das Team komplett durchgeht. Er hat einfach nichts. Ich habe auch Gift-Heap drauf und Florges tankt einfach kein Gift-Heap. Naja, sagen wir so, Serpiroyal ist schneller. Nee, Quatsch. Doch. Doch, Serpiroyal ist schneller, aber er one-hittet mich nicht. Wenn er Life Orb hat, dann one-hittet er mich. Gucken wir, ob er den hat. Und ja. Und sein Dings ist auch schneller. Sein Bojelin ist auch schneller. Wie schnell ist das halt? 115 Speed. Was? Ja, das Ding ist in Pio und hat 115 Speed. Ich war auch sehr, sehr überrascht, warum das Ding in Pio ist. Ja, gut. Aber ich denke, wir starten einfach mal. Mhm. Und gucken wir mal, wieso das Match verlaufen ist. 115 Speed, lol, was? Das ist echt schnell, ne? Ja, hätte ich gar nicht gedacht, ich hab eins. Ich wusste das nicht mal. Also ich hab keins. So, erstes Problem ist, ich mache ihm nicht viel Damage, weil ich Leftovers habe. Ja, und er könnte halt... Oh, du bist schneller. Du bist schneller? Ja, ich bin schneller. Ich hab halt Full Speed, ne? Ja, das bedeutet, er ist nicht scarf, das heißt, er ist Specs. Ja. So, ich habe jetzt... Das heißt, irgendwas stirbt. Ja. Ich habe jetzt mit Eisstrahl gerechnet, weil ich dachte, okay, wenn er Triplette ist, dann habe ich ein Problem. Hier auf Triplette gegangen. Ja, er ist halt safe auf die Triplette gegangen. Und Entei, ja, Ist halt der beste Move, den er hat, weil... Ja. Oh, shit. Aber Entei... Oh. Ja, weil er Life Orb ist, deswegen. Oh, ja. So. Mhm. Nichts maxed. Nee. Bojelin. Ja, wie gesagt, guck mal hier, Bojelin. Übrigens ist halt auch, aber wenn es speziell ist... Ah, du bist Turbo-Tempo. Ja, warum Turbo-Tempo? Weil er mich outspeedet hätte mit seinem Porygon Z, wäre gestorben. Und ich hätte ihn gekillt, deswegen bin ich einfach safe geblieben. Ach stimmt, du hast ja Turbo-Tempo drauf, das heißt, du musst das harte Wesen spielen. Ja, genau. Schade, dass du Life Orb bist. Ja. Im Allband wäre cool gewesen, aber gut.
habe ich jetzt immer ein 1-1 getradet und sein Polygon Set hat auch noch Damage bekommen. Also quasi habe ich mehr Damage getauscht. Aber gut. Aber hier kommt sehr Royal rein. Hast du dein Metallis reingeschickt? Ich glaube, ich habe dich reingeschickt, Pasi? Ja. Pasi? 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 Fragezeichen? Oh, der Angriffsboost mehr natürlich. Also, das ist natürlich sick. Oh shit, Kehrtwende. Oh shit, wie viel Schaden macht das? Killt aber nicht, denke ich. Nee, das killt nicht. Macht aber ordentlich Damage. Ja, müsste eigentlich. Ja, hey, Hälfte? Ja. Warum nicht? Also ich habe jetzt gut hier mit dem Blättersturm. Also, der ja war jetzt super obvious. Und gut, und dass ich zwei Scarfer habe. Ja. Tatsächlich, in so einem Format kann zwei Scarfer einen so unglaublich in den Arsch retten. Hey, das war eigentlich nur so beschissener Schaden. Ja, das ist halt einfach sehr Piroyal, ne? Ja, aber das Ding hat einen scheiß Spezialangriff. Ja, aber es ist einfach ein Blättersturm, 130 Attack, ne? Das ist halt so aber was wie Draco. Ein scheiß Spezialangriff, von wie viel waren das, 70? Ja, 75, glaube ich. Aber gut. Ist trotzdem scheiße. Ja. Ich habe jetzt hier gekalkt, die Catwind hat leider nicht ausgereicht, deswegen muss ich nochmal auf safe auf den Feuersturm gehen. Ja. Aber hey, so wenig Schaden hat das gar nicht gemacht, finde ich. Also gut. Ging jetzt, also... Ist halt ein Flog, ist ich will sowas machen. Ich meine, Trickkäferlos ist einfach der... So ein Wurm gegen Flogis. Flogis tankt das Ding einfach komplett. Ja, das Ding ist, ich habe keinen richtigen Konter gegen Flogis. Ich habe keinen Gifttypen dabei und ich habe keinen Stahltypen dabei. Du hast Demetros. Ich habe Demetros, ja, ist okay. Deswegen muss ich ja irgendwas reinschicken, was noch die Mondgewalt ganz gut tankt. Und das ist halt Zucker. Mm. Ja. Hätte noch Entei, Läuterfeuer. Ja, hätte ich noch Entei. Das dachte ich mir auch in dem Moment. Aber gut. Voltwechsel und ganz ja, minimal Schaden. Keine Ahnung, ich habe vielleicht von Anfang an einfach in Demeteros gewechselt, weil jetzt hat auch noch Zapdos Schaden gefressen. Das ist ja. Ich gehe halt jetzt erst in Demeteros, aber ich dachte mir halt so, okay, vielleicht geht er jetzt auf Wish oder so. Oh, Wish, oh. Ja. Und jetzt kommt ein kleiner Missplay von mir, weil ich hätte jetzt hier auf die Catwinde klicken müssen. Habe ich aber nicht getan. Weil ich ein Idiot bin. Weil er wechselt jetzt hier raus. Und da geht mir das Pokémon, was ziemlich gut gegen mein Team ist. Und zwar dieses verdammte Meistergriff. Meistergriff. Ja. Das hat mir auch zu schaffen gemacht. In der GPL. Und ja. Oh shit, der Schaden lässt sich sehen. Ja, aber er ist aber wieder voll durch diesen scheiß Wunschtraum. Und er ist aber mal burn. Also er ist aber mal geburnt durch den Heißauf. Das heißt, irgendwas wird jetzt sterben von mir. Und ich muss dich jetzt leider hier opfern. Das halte ich nicht für wirklich klug. Ja, aber du wirst sehen, warum es okay war. Weil es war egal, was ich sterben lasse. Ich gewinne jetzt einfach. Du wirst sehen, ich gewinne jetzt einfach. Weil ich jetzt hier mit meinem Mon reinkommen kann, was einfach alles killt. Nee, ich gehe, glaube ich, erstmal in Zapdos, oder? Ich gehe, glaube ich, erstmal in Zapdos. War, glaube ich, egal. Ich wollte hier... Der Voltwechsel hätte gereicht. Ich weiß nicht, wenn es halt ein physisch-defensives Meditales ist. Meditales, genau. Defensives Flogis kann weiß nicht, ob Meditalis da one-hitted. Doch, ich hab's gekalt. Das one-hitted einfach. Oh. Ja, ist geil. Oh, shit. Das Pokémon ist einfach anders. Oh, außer man hat schon Damage gefressen. Also, deswegen. Oh, shit. Aber lässt hier Polygon Z sterben, was für mich einfach nur gut ist. Ja, das Ding, Adaptability, Triplette, so cool. Warum habe ich eigentlich keins? Ja, ich hab eins. Oh, okay. So, Flogis kommt jetzt rein, weil er denkt so, ach, ist voll der Konter und so, ne? Guck dir übrigens mal die Spitze von Militaris an. Saitama! One Punch, was? Aber es schlägt nicht zu, es... Was? Kippt. Was ist? Was macht... Nein, das schlägt zu. Doch, das schlägt schon zu, glaub mir. Mit der Attacke schon, ja, aber gut halt auf Protect, ne, ist halt vollkommen egal. Ja, aber so, das Hauptmove von dem Ding ist ja eher Turmkick und nicht Nahkampf. Egal, Gift Heap, go! Siehst du, er schlägt zu, siehst du, bam! Gift-Tip ist eigentlich eine Attacke, die man mit seinen Klauen oder mit dem Schweif einsetzt, nicht wirklich mit seinen Händen. Ist mir egal. Das wurde im Deutschen anders übersetzt. Egal. Selber ja. Fick. Auf jeden Fall hat, der Kult hat übrigens nicht gemattert, habe ich ja gut gesagt. Ja, hallo. Ich bleibe einfach mal drin. Ich hätte nämlich gekalkt, okay, ich tank den Blättersturm easy peasy. Das ist nicht meine Roll. Und dann tschüss, Seppi Royal. Ja, das, ist halt, ist wie die Schale, das denke ich so. Gut, das denkt sich halt wirklich. Gut. So. Meistergif. Ich tank halt kein Tempoid mehr. Das wusste ich halt auch leider. Und ja. Deswegen gehen wir hier wieder in Zucker. In meinen Blitzer. Was habe ich überhaupt für eine Scheiße? Mein Zapdos. Also das wird auf jeden Fall auch ein Move tanken. Klar, also, es ist ein Tempoid. Ich meine, das ist. Komm, nichts.
Du wirst auch schneller sein, weil Meistergriff hat so ziemlich eine Edit von 0. Mindestens 0. Höchstens 0, meine ich. Ja. Das Problem ist jetzt, für ihn, er muss irgendwas sterben lassen, beziehungsweise ich habe hier die Switch Advantage und kann einfach wieder mit einem, dann mit Metallis reinkommen und irgendwas killen. Ja. Schade, da kommt Maxax rein. Ich gehe auf Voltwechsel. Easy peasy. Metallis bekommt den nächsten Kill. Ja. Metallis hat ja eine 100er Base in it, Maxax nur 97. Genau. Deswegen hab ich mir so gedacht, okay, du, weißt du, ich mag's eigentlich nicht, auf Metallis frohes Wesen zu spielen, einfach nur um den Damage zu maximieren. Aber ich meine, es hat ja einfach so gut angeboten gegen Maxax nur 97 und so eine Scheiße. Ja, morgen geht die ganze auf Mongolieb. Was? Ist doch scheißegal. Ach so, reicht. Ja. Ja, ich. Halt die Klappe, habe ich gesagt. Okay. Gut. Ich bin jetzt hier übrigens ein Faker, ich hätte einfach auf Giftig gehen können, aber ich denke, okay, nein. Ey, es muss cool sein. Die Differenz, ja, genau, ist doch. Damit wir allen Leuten zeigen, Differenz ist scheißegal. Okay. Ich gewinne halt trotzdem. Ich gewinne halt trotzdem. Die Differenz, ob ich jetzt 4-0 gewinne oder 3-0 gewinne. Ich gewinne halt trotzdem. Ich gewinne halt trotzdem, genau. Bug on Speed! Beste Spitzname. Der Name ist gut. Ja, weil ich schneller bin. Was? Ich bin schneller? In welcher Welt ist er denn? Ja, aber total unnötiger Move. Ich meine, bringt er irgendwas? Ja, ich habe Damage bekommen. Oh shit. Oh shit. Damit ist dieses Meistergriff besiegt. Buck on Speed hat einen Kill gemacht. Bin zufrieden. Aber hast du gewonnen? GG? Ja, ich habe 3-0 gewonnen. War ein schneller Kampf. Waren relativ offensive Teams. Kann man nicht meckern. Mir ist aufgefallen, Vitalis, einfach der Matchwinner. Ist einfach das beste Pokémon überhaupt. Ja, ist den Arsch gerettet. Ja, das ist einfach so. Vitalis hat einfach die meisten Kills in der kompletten Liga. Zu Recht. Dieses Pokémon ist Gott. Was? Es heißt Saitama. Es heißt Saitama, also ist es auch ein Gott. Ja? Gut. Dann war's auch mit dem DPL. War ein guter Kampf. War ein guter Kampf. Schön schnell. Möchtest du noch was anmerken, Pasi? Viel Glück noch weiter. Dankeschön. Gut. Gut. Dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Kein Problem. Dann bedanke ich mich bei den Zuschauern, dass sie zugeguckt haben. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ja, schaut auf jeden Fall bei Parsi, dem Motherfucking Fani, vorbei. Hi. Wenn er mal Videos macht, sind sie echt gut. Hey, ich hab eins letztens rausgebracht. Wann? Vor 2 Wochen? Nein, heute. Heute? Heute. Also heute ist Mittwoch? Heute? Ist Mittwoch. Heute. Oh shit, hab ich nicht. Muss mir gleich angucken, Guys. Ja. Und dann, ja, sehen wir uns dann. Tschüss, Leute. Und tschüss. Du Arschkuh.